Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin am 2. Advent. Drei wunderbare Geschichten habe ich für Sie. Erstens, wie entsteht eine Show? So ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Zweitens, Neues von der Weltreise. Und drittens, Guadeloupe. Zum ersten Mal sind wir eingelaufen. Viel Spaß! Ganz viele Gäste haben sich von uns eine Musical-Show gewünscht. Und das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Und was draus geworden ist, das sehen Sie hier. Da will ich hin. Das ist mein ganz großer Traum. Wir schleichen uns abends oder nachts in ein Theater und wir dürfen halt nicht erwischt werden, wollen viele Sachen entdecken und das ist halt unser ganz großer Traum, dass wir halt Musicaldarsteller werden. Du musst richtig ordentlich mit richtig viel Kraft reinpusten und du kriegst das so ins Gesicht und reagierst. Diese Magie des Musicals auch in diesem Film schon von Anfang an zu transportieren, war es natürlich wichtig, auf die richtigen Kinder zu setzen. Und dafür haben wir eigens ein großes Kindercasting bei uns im Haus gemacht, um dann zu schauen, wie können diese Protagonisten aussehen und was müssen sie mitbringen. Und es war sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich Kinder auch vor der Kamera sind. Und die Wahl fiel auf Alicia und Dennis, weil sie diese Magie verkörpern und gemeinsam einfach ganz, ganz großes Kino auf diese LED-Wand zaubern werden. Wir sind jetzt hier in Ungarn, in Budapest, im Nationalradio-Gebäude. Gerade stehe vor der Tür von Studio 22. Wir können nicht rein. Was wirklich live zu haben, ist was total anderes. Man Gänsehaut hat, wenn man darin sitzt und hört 25 Streicher. Handgemacht und vor allen Dingen auch, auf Englisch würde man sagen, tailor-made, also sozusagen maßkonfektioniert. Wir haben eine Show gemacht, die es so nirgendwo anders gibt und auch nicht nirgendwo anders geben wird. Weil die Musik in der Form zu komponieren, also nicht im Sinne von, dass wir die West Side Story gibt es schon, aber natürlich sich zu überlegen, wie machen wir sie so, dass wir sie mit den Sängern, die wir haben, gut umsetzen können, dass sie in einen Fluss kommt mit anderer Musik, dass wir von dem einen Titel gut in den nächsten kommen. Ich muss sogar sagen, dass ich finde, dass wir an manchen Stellen sogar besser als die Originale sind. Das wird viel mehr berührend als mit einer computergenerierten Musik. Artisten und die Sänger tanzen und sie machen das wunderbar. Ja, es ist auch was sehr, sehr Schönes, mit diese sieben Leute zusammenzuarbeiten. Jeder hat ihr eigenes Talent und wir bringen das zusammen und wir erzählen unsere eigenen kleine Geschichten dabei und es ist wirklich schön. Wir versuchen natürlich immer wieder Dinge auf unsere Bühnen zu bringen, die es so in der Form noch nie gab. Und da kamen wir ziemlich schnell auf die Idee, wir hatten noch nie unsere Zirkusartisten mit den Gesangssolisten gemeinsam auf einer Bühne alleine. Und so haben wir uns entschieden für Musical Dreams, packen wir diese beiden Genres zusammen und diese beiden Künstlerkategorien. Und wir sehen jetzt in dem Moment, in dem beispielsweise ein schönes Duett gesungen wird, wie dazu ein Artist unter der Decke fliegt und mehr Musical Dream geht nicht. AIDA Cara hat auf ihrer Weltreise die Südspitze Südamerikas umrundet und ist jetzt auf dem Weg nach Chile. Und was sie da erlebt haben, außer fantastischen Landschaften, das glauben sie nicht. Da waren Kinder. Na, gucken Sie selbst. Was für ein Überraschungsbesuch. Plötzlich standen sie vor dem Schiff, ein kleiner Kindergarten aus Chile. Und wir haben sie einfach ganz spontan zu uns an Bord geholt. Und unser Security Officer, der zeigt ihnen jetzt mal zum ersten Mal in ihrem Leben ein Schiff von innen. Ja, also wir haben die Kinder oben unten auf der Gangway gesehen. Und AIDA ist kinderfreundlich, haben wir geladen. Wir sehen mal ein und machen Dodo mit denen. El llegar, nosotros veníamos a sacarnos fotos afuera del bar. Y cuando nos atendieron tan bien, nos dieron los presentes y nos hacen pasar, es un regalo de Dios.
no me queda otra cosa que decir gracias a Dios por este regalo. O sea, nunca nos imaginamos, y menos que los alemanes fueran así. Menos que los alemanes fueran tan cordiales, tan amables, tan atentos, y que nos abrieran a nosotros el hogar de ustedes, es una bendición. Que el Señor les bendiga mucho, mucho. ¿Es el mejor día de mi vida? Jetzt sind wir angekommen im Pazifischen Ozean und ich kann Ihnen sagen, und es gibt sie wirklich, die sagenumwobene Insel um Robinson Crusoe. Und die durften wir entdecken. Und ich kann Ihnen verraten, die Sonne hat uns endlich wieder. Wenn unser Schiff zum allerersten Mal einen neuen Hafen anläuft, dann freuen wir uns immer, wenn offizielle Besucher an Bord kommen, vom Land oder von der Stadt oder von der Hafenbehörde. So war es auch, als AIDA Mar in Guadeloupe eingelaufen ist. Gucken Sie mal. Wir haben auf dieser Reise noch eine ganz tolle Sache, nämlich einen sogenannten Plakettenaustausch, auf Englisch Plaque Exchange. Genau, in Porta Pitre, das ist Tradition, der erste Anlauf eines Schiffes in einen Hafen. Dann kommen dann die Behörden an Bord, Handshake mit dem Bürgermeister und Minister. Dann wird eben so eine Plakette getauscht. This is not only maritime tradition, but this also reflects upon the, let's say, the attitude of the port and the port state. So it is really appreciated that you guys actually did the effort to come aboard, say hello, meet and greet. Of course, we have a little present to memorize this special day. This is one of our plaques. Thank you very much. For you, so thanks a lot. Please have this present. Thanks a lot. On behalf of the port authorities. Thank you very much. So thank welcome you. To you, welcome to all the crew, and I wish you a good stay in the Guadeloupe port. Merci beaucoup. Yeah. Yeah, cool. Twice. Thanks. Okay, now then I would like to open up the buffet. Dig in. Und wenn Sie mehr wissen wollen über uns, unsere Reisen, unsere Angebote, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und wenn Sie wissen wollen, wo es so richtig schön warm ist, dann gehen Sie auf die Kanaren. Am besten mit uns. Hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Viel Spaß. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Lanzarote. Wir besuchen noch La Palma und Teneriffa und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Gran Canaria. Auch in Kroatien gibt es das Supertalent und Marco ist dort Zweiter geworden. Marco arbeitet bei uns an Bord als Maître und das Talent sollten wir uns nicht entgehen lassen bei den Bildern der Woche. Viel Spaß! Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Dankeschön. Vielen Dank.